So, zur Frage der Woche. Und zwar ist die Frage diesmal, wie man bei Erkrankungen der Sinnesorgane, also dem Sehen, dem Gehör, dem Geschmack und dem Geruch mit innerer Weisheit arbeitet. Ich habe bei diesen Erkrankungen gute Erfahrungen gemacht, teilweise mir auch die Zähne ausgebissen und kann aus, also was ich erlebt habe, waren Geschmacksstörungen, die sich wieder aufgehoben haben, auch Geruchsstörungen in Einzelfällen, teilweise doch sehr komplexe Ursachen. Beim Gehör habe ich auch eigene Erfahrungen, dass das Gehör zum Beispiel für einen Monat auf einer Seite weg war und dann wieder kam, nachdem die Themen gelöst waren. Und meine Erfahrung bei all diesen Themen ist folgendes: Lass den Hand zum Sinn werden, also zu dem Reiz werden, der dann auf das Sinnesorgan trifft. Also zum Beispiel stell dir vor, du bist das Sehen und jetzt geh mit der Hand durch das Sehen hindurch, wie durch einen Imago, einen virtuellen Raum. Also wenn hier der Reiz kommt, das Licht kommt, es auf das Auge trifft, im Auge verarbeitet wird, durch die Sehnerven im Gehirn ankommt. So schau dir die ganzen Strecken an und nimm wahr, wo an welcher Stelle die Blockaden vorliegen. Das gleiche auch mit dem Gehör. Du bist einfach das Geräusch. Du bist der Ton. Die Hand wird zum Ton und der Ton bewegt sich durch die Strukturen, durch die Verarbeitung hindurch. Beim Ohr kannst du natürlich dann, wenn du anatomisch dich auskennst, sehr fein das sozusagen groß zoomen und dir eins genau vorstellen, okay, Trommelfell und so weiter. Wie erfolgt genau die Verarbeitung? Wo wird es wahrgenommen? Wie wird es umgewandelt? Und an welcher Stelle sind die Blockierungen? Ebenso beim Geschmack und auch beim Geruch. Also mein Tipp, lass die Hand zu dem entsprechenden Reiz werden, der dann auf das Sinnesorgan trifft und sich durchbewegt, bis er am Ende im Gehirn wahrgenommen wird. Und du wirst genau die Bereiche finden, wo die Irritationen vorliegen und bist dann in der Lage, mit Inner Voice genau an diesen Stellen einzuschreiten. Also im Grunde ist die Technik relativ einfach und auch in dem, was möglich ist bei diesen Organen, bietet sie ganz gute Erfolgschancen. Aber ich würde es trotzdem relativ einschränken. Also die generelle Lösung habe ich dabei nicht gefunden. In Einzelfällen, wie gesagt, gute Erfahrungen auch beim Sehen, gute Erfahrungen. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ich habe die Lösung der Probleme gefunden. Also, die Hand bewegt sich hindurch. Stell dir die Räume vor, die ganzen Ketten hinvor, schau dir die anatomischen Strukturen nochmal an, wo sich die Reize lang bewegen. Und dann folge dem Weg und du wirst die Blockade finden. Das wäre so mein Tipp zu den Organen. So, viel Spaß.